Oasentag in Kloster Wedinghausen. Zeit haben, die Seele baumeln lassen und unterwegs auf den Spuren des Glücks sein. Eine schöne Idee der seelsorglichen Begleitung Corinna Reiter, Claudia Dülberg und der Pastoralreferentin Tanja Espinosa. Es war im Grunde genommen so, dass wir im letzten Jahr eine Wallfahrt angeboten haben nach Werl. Und dass wir so viele Anfragen hatten für diese Wallfahrt, dass wir leider sehr vielen Leuten absagen mussten. Und durch eine bereits bestehende Zusammenarbeit mit der Pastoral hier vor Ort, mit der Frau Espinosa, die hier für das Kloster Wedinghausen zuständig ist, sind wir auf die Idee gekommen, hier einen Oasentag im Advent anzubieten. Und der war auch wieder so stark nachgefragt, also so viele Anmeldungen, dass wir jetzt fast schon bei 3 Oasentagen im Jahr sind. Also wir machen jetzt auf jeden Fall immer einen Oasentag im Advent, einen in der Fastenzeit und geplant ist jetzt eventuell auch noch einer im Sommer. Also das Zusammenwirken von Caritas und Pastoral ist uns hier vor Ort sehr wichtig, weil die Zusammenarbeit auch sehr gut ist. Das ist einfach eine wunderbare Sache, dass auch unsere Beschäftigten einfach mal an diesen anderen wunderschönen Ort hier in das Kloster Wedinghausen kommen können, mit einer ganz anderen Atmosphäre natürlich auch als in den Werkstätten. Und das sieht Gerhard Büngener genauso. Der gelernte Bäcker und Konditor arbeitet seit 8 Jahren beim Caritasverband und ist 2. Vorsitzender im Werkstattrat. Dort setzt er sich für die Beschäftigten ein. Der Tag hat erstmal gut angefangen für mich, weil einmal liebe ich so alte Gemäuer. Und diese ganze Atmosphäre hier drin und so eine Veranstaltung, die gehört nach draußen, so wie hier. Und nicht in die Werkstatt rein, sondern einfach, was man einmal Oasentag mal raus aus dem normalen Alltag ist. Und diese ganze Ruhe und die Leute hier drin, das harmoniert irgendwo zusammen. Das hat wirklich irgendwas von so runterkommen, sich mal fallen lassen und einfach mal einen Tag genießen. Das tut gut. Und ich sehe das ja selber in meiner Funktion auch, wie viele Leute das Angebot in Anspruch nehmen dabei. Und auch solche Inseltage, Oasentage wie heute oder so eine kleine Wallfahrt da, müsste eigentlich noch ausgebaut werden. Weil das Dinge sind, die den Menschen einfach gut tun und gerade uns Menschen mit Behinderung in besonderer Art und Weise, dass man so ein Highlight ist und auch so ein bisschen Halt gibt dabei. Aber nicht nur für die Teilnehmenden sind die Oasentage eine besondere Zeit, sondern auch für die 3 Organisatorinnen. Ich finde den Oasentag persönlich sehr bereichernd. Die Zusammenarbeit mit den seelsorglichen Begleiterinnen ist sehr erfolgreich. Wir arbeiten gut zusammen im Team. Wir bereiten den Oasentag zusammen vor, führen ihn durch. Und der Oasentag selbst ist ein großes Geschenk, wenn man diese Dankbarkeit der Menschen spürt, die aus ihrem Arbeitsleben rauskommen und dann einfach in einen anderen spirituellen Raum reinkommen und Zeit haben für sich, für ihr Glaubensleben. Und gleichzeitig wird aber auch die soziale Interaktion und die Gemeinschaft gefördert. Und es wird einfach ja, Nächstenliebe und soziale Teilhabe gelebt, so wie Jesus es uns vorgelebt hat. Diese Dankbarkeit der Menschen zu spüren am Ende dieses Tages, das ist ein großes Geschenk. Und Dankbarkeit empfindet auch Gerhard Büngener. In den letzten Jahren war die seelsorgliche Begleitung für ihn eine große Stütze. Ende 2017 im ABZ, da hatte ich eine ganz, ganz schwere Lebenskrise. Und dadurch bin ich dann auf diesen Weg gekommen. Und mittlerweile mache ich auch viele Andachten, die ich mit vorbereite in der Endzeit mit Frau Reiter zusammen dabei. Ich habe da Interesse dran gefunden, das ist ein Ausgleich für mich zum Leben. Und es zeigt mir auch irgendwo, es gibt was anderes, wie nur Arbeit oder nur Negatives. Und es hat mir in meiner schlimmsten Krise geholfen. Und deshalb genieße ich heute jede Chance, die ich dabei habe, sowas zu machen, dass man nicht ganz verloren ist auf der Welt. Und diese Institution, begleitender Dienst, das ist echt eine Bereicherung für die Werkstatt. Und mir persönlich hat es Stabilität im Leben gegeben,
und auch wieder einen Sinn gegeben. Die Seele baumeln lassen und Kraft tanken. Hier kann man nicht nur durchatmen, sondern einfach Mensch sein. Und Glücksmomente genießen. Es sind immer ganz wertvolle Tage, weil es ist eine so angenehme Stimmung. Die Menschen kommen an, teilweise auch ein bisschen mit Sorge, schaffe ich das, was wird, kommt auf mich zu. Aber genauso geht es mir ja auch. Ich weiß ja auch nicht, wer kommt da. Ich kenne die Menschen in den Wohnhäusern, aber nicht aus der Werkstatt. Und bei Corinna ist es genau umgekehrt. Und im Laufe des Tages merkt man eigentlich, wie die Stimmung sich ändert und es immer lockerer wird, es wird immer mehr gelacht. Also bis jetzt sind eigentlich alle, auch ich, immer glücklich nach Hause gegangen. Es ist eine andere Atmosphäre, wenn ich die Menschen dann wiedersehe. Also viele kennen mich ja auch aus der Werkstatt nicht. Und wenn man sich dann mal in der Werkstatt sieht oder im Wohnhaus und dann, ach, das war aber schön. Und es baut auch einfach immer eine Vertrauensbasis auf. Ich habe vorhin erfahren, dass jemand vor 2 Jahren geheiratet hat, jetzt in eine Wohnung gezogen ist. Hier kannst du dich auch mal mit jemandem alleine unterhalten, auch gerade so, als wir heute durch den Wald gegangen sind und diese Frage, was macht dich glücklich, was tut dir gut? Man erfährt so viel über die Menschen und oft sind es ja die Kleinigkeiten, die einen glücklich machen. Und wenn ich das jetzt erfahren habe dann und von dem einen oder anderen weiß, was ihn fröhlich macht, was ihm gut tut, dann kann ich das ja auch mal tun.